Moin Leute, hi, das ist Bela Klenze von Alles was zählt. Schauspieler, nicht nur von Alles was zählt, das ist Robert Maser, 13-facher Weltmeister im Rundrad, Schauspieler, Stuntman. Und wir sind hier in unserer Kletterhalle und trainieren hier regelmäßig ein, zweimal die Woche. Ja, und jetzt geht's los. Also, schnell, 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 schnell. Umgewickelt. Gut. Eingewickelt. Okay. Also. Und wie willst du machen? Ich nehme Orange. Bist du bereit? Aha. Das ist Training. Schön 3 Stunden klettern, ein bisschen Techniktraining dazu. Sehr schön. Okay. Wie oft macht ihr das so zusammen? Also trainieren schon jeden Tag, definitiv, und jetzt hier in der Kletterhalle, wir versuchen so 1, 2, 3 Mal die Woche zu machen. Ist immer ein bisschen schwierig, keine Ahnung, wie das von den Drehzeiten passt, ob es passt oder nicht. Mal sind wir morgens hier, mal sind wir abends hier, mal klettern wir 23 Uhr erst. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Das Problem ist, ich darf ihn noch nicht fallen lassen, weil ich hatte einen kleinen Accident mit meinen Beinen, muss ich ein bisschen auskurieren. Das heißt, ich muss die Scheiße immer wieder runterklettern. Bis zu einem gewissen Punkt. Er will damit sagen, für ihn ist es schwerer. Hm? Okay. Next one? Aha. Ah, das war wenn ihr zwischendurch hübsche Fragen an uns habt, haut einfach raus. Okay. Gut. Die erste Frage schon mal, wo ist das? Was denn? Wo sind wir hier? Wir sind hier im Boulder Palast in Köln. Boulder Planet, Mann. Boulder Planet? Wir sind hier im Boulder Planet. Ja, es ist gut hier so. Abends ist es recht voll manchmal, untertags hat man echt hier viel Space. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Training. Wenn man so irgendwie ins Fitness rennt, ist man doch recht schnell K.O. und so. Und hier kann man schön 3 Stunden durchmachen. Und solange bis die Hände kaputt gehen. Das Geile ist, dass man jedes Mal Fortschritte sieht. Jedes Mal, wenn man herkommt, wird man ein bisschen besser. Okay, los geht's. Hier unten links geht's los. Da mach eine weiter links. Links, links, ja? Links. Unter dem Teil. Da geht's los. Robert, wenn ich dich mal fragen darf, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr zusammen Kletter geht? Wie ist das entstanden? Ich bin jetzt noch gar nicht so lange bei Alles, was zählt. Und so oder so gehe ich jeden Tag trainieren, trainiere unterschiedliche Sachen. Und Bela hatte Lust, einfach mal mitkommen zu trainieren. Und da haben wir uns überlegt, was wir machen können. Und Klettern ist einfach so eine entspannte Alternative unter der Woche. Wir haben ja bei uns am Set sogar auch ein kleines Klettergebiet, wo wir auch ab und zu einfach dann in den Pausen klettern. Aber die Dinger sind scheiße reingeschraubt, deswegen gehen wir lieber hier hin, hier ist sicher. Genau, hier gehen wir lieber an eine professionelle Wand. Man ist einfach ganz nett, so wenn man fertig ist mit dem Drehen, abends noch so 3, 4 Stunden Zeit hat, dass man dann hier noch ein bisschen Zeit außerhalb vom Set verbringt. Ich meine, wir verbringen sowieso den ganzen Tag mehr oder weniger zusammen. Man weiß immer was anderes, wenn man am Arbeiten ist oder wenn man hier einfach auch mal rauskommt, weg vom Set und einfach was macht für sich so. Okay, Schwere behalten. Wollen wir was Schweres probieren? Okay. Was heißt denn einmal schwarz zu verlieren? Lauf doch einmal hoch für die Kamera. Das sieht schon spät mit dir aus. Er ist ja ein bisschen weiter, er ist ein langer Turner. Ich habe vor kurzem erst angefangen mit den Fleiß. Aber ich kann mich zumindest schon mal halten mit den Dingern. Das sieht gar nicht so spektakulär aus, aber gar nicht so. Mega schwer zu halten. Und der kleine Affe, der zeigt euch jetzt, wie das so profimäßig aussieht. Ja.
Bock im Klo. Ja, ist auch einfach was Angenehmes. Ich trainiere auch selber viel mit Gewicht, also viel mit Gewichten und viele andere Sachen. Und einfach so auch mit dem Körper was Eigenes zu machen, das ist schon was Schönes, wenn man einfach lernt, mit seinem eigenen Körper was anzufangen. So. Okay, rechte Bein. Oh, schau mal. Die sieht gar nicht so leicht aus. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Wir beantworten die gern. Die beiden beantworten sie gerne. So, früher Morgen ist schon jemand wach. Haben wir schon Zuschauer? Haben wir schon, ja. Der frühe Vogel, ne? Ich sag ja. Das ist, wenn wir tatsächlich erst irgendwie um 10, um 11 oder um 12 anfangen zu drehen, dann gehen wir vorm Drehen tatsächlich trainieren. Und sonst manchmal, wie gesagt, bis abends 23, 24 Uhr. So, komm. Doch, darauf, scheiße, komm. Probier's aus. Ich glaube, die sind mir zu klein. Ich kann die kaum halten, die Scheiße. Ach, guck mal, bis nach da, wenn du bis nach da kommst, dann schaffst du das schon. Ja, das ist okay, das ist okay. Ich muss sagen, wichtig ist, wie es ist. Wenn den hinten in den schwarzen, den hinten in den schwarzen. Das ist nur vordere Fingerkuppe. Ja, schön, ich wohne, ist das nicht? Heikel. Sehr schön. So, wollen wir noch ein bisschen, er trainiert auch gerne Handstand. Mit dem Handstand gehen? Wollen wir drüben ein bisschen Kutzige machen, Muscle-Ups? Hier oder hier vorne mal ein bisschen erst Handstand und danach noch Muscle-Ups und so. Das ist mal, wie gesagt, mir egal. Okay. Komm. Würde ich noch mal Gelle machen, die kurz vorne. Los, vorne, nicht schön. Okay, du musst gelb, ich mach blau, dann machen wir erst nach unten. Okay? Zeit, ich hab so ein Kehl drauf. Nee. Ich mach das. Halt, na los, sieht die Vorder aus. Hau rein. Nicht vergessen. Schon locker bleiben. Steht er schon? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, er steht schon. Okay. Machen wir noch eine. Nein. Nur stehen, ich komme hier noch ein bisschen weiter. Das ist zu früh. Ich glaube, es ist zu früh. Es ist von der Zeit irgendwie schwierig. Er steht schon perfekt. Füße ein bisschen nach vorne. Ich habe denen es geschickt, also
Zieh mal Bauch rein. Ja, perfekt. Da ist eine perfekte Position. Guck mal, ich hab gar nichts. Du hast ja das Becken, ne? Das ist so schlecht, ich gerne Pizza. Zweimal die Woche. Wenn wir jetzt mal neben dem Klettern, was macht ihr noch gern zusammen? Was machen wir noch gern zusammen? Außer natürlich drehen. Außer drehen. Also wir sind wirklich von früh gespielt zusammen am Set. Und dann gehen wir abends ab und zu trainieren. Das heißt, der arme Kerl muss im Moment mehr Zeit mit mir verbringen, als mit seiner Ehefrau. Was sagt die dazu? Ja, was sagt die dazu? Die mag es. Die mag ihn. Ja, du weißt, ich bin ein vernünftiger Kerl. Die kennt sich ja auch. Und klar, und wenn sie hier ist, kommt sie auch mit. Also dann gehen wir auch alle zusammen trainieren, klar. Ja, und sonst, was machen wir sonst zusammen? Wir sind sonst in Köln unterwegs, wenn wir Zeit haben. Wenn schönes Wetter ist, jetzt wird es auch langsam wieder ein bisschen schöner draußen. Dann sind wir auch draußen im Park trainieren. Es sind noch ein paar andere Jungs, die auch so aus dem Körpergewicht-Training-Bereich, so Calisthenics kommen. Und dann trainieren wir alle zusammen in einem schönen Park. Gut. Ne? Haben wir noch was? Ich weiß nicht, habt ihr noch eine Bahn, die ihr sonst gerne macht? Klar, hier? Nimm den nochmal mit live, komm. Was denn? Passiert halt, komm. Noch mal ein bisschen klettern. Wackel. Wie ist das mit der Runde? Ich glaube, die haben wir noch nie probiert. Das Ding ist auch, die ganzen Bahnen hier werden ja andauernd umgesteckt. Das heißt, andauernd sind die neue Bahnen. Und dann kann man mal ein und denkt, man kann sie noch mal klettern, ist schon mal weg. Wie ist Magnesium an der Reise? Ja, also, das ist aber kein falscher Eindruck entstehen. Los, freu mich auf zu quatschen. Und die, guck mal, die gibt es nach da oben. Nach da oben. Die Orangen. Wenn ihr Fragen an die beiden habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare, wir beantworten sie dann. Mal gucken, ob er es geschissen kriegt. Komm wieder. Ja, oben ist gut zu halten. Daran komm mit links da ran, scheiße. Vielleicht mit links. Das ist mies. Ja, das ist gut. Aber du darfst einfach nicht hinfallen. Du darfst einfach nicht lang. Ich spiele nicht hier mit mir. Du musst einfach nicht lang zu gehen. Ja, die sind aber widerlich. Die sieht nur so schön leicht aus. Rechtes Fuß platzieren und dann mit der linken Hand hier hin. Sorry, das ist ein iPhone SE. Moin, was hab ich? iPhone SE? Nee, hab ich nicht. Ja, trotzdem danke. So, zweiter Versuch. Ich komme da nicht so. Doch, ja, easy. Ja, aber da hinten ist okay. Wenn wir jetzt mal Robert dich fragen würden, woran muss der Kollege Klenze noch arbeiten, muskulös, technisch? Nö, das geht schon alles. Ja. So, er hat ja jetzt gerade erst angefangen. Der und dafür Klenze macht er schon aufhören, jedes Wochenende feiern zu gehen. Zum Beispiel. Er hat ja erst angefangen und dafür macht er schon ziemlich gute Fortschritte. Das dauert halt, ne? Das dauert einfach viel Griffkraft. Viel Fingerkraft. Meine Hände sehen aus wie Schmirgelpapier seit letzten 3 Monaten. Aber ist normal. Aber anfangs ist mir alles aufgegangen und inzwischen habe ich schon Haut wie ein Viertel. Wir haben ja eine Frage, muss man dazu im Verein sein hier? Nein, überhaupt nicht. Kannst jederzeit vorbeikommen, einfach eine Runde klettern, wenn du willst, dann kannst du einfach wieder gehen. Ist auch nicht hoch, also selbst wenn man hier abstürzt, so, das sind ganz, ganz weiche Matten. Hier passiert nichts. So, machen wir noch was? Wenn ihr noch Lust habt, gerne. Hey, komm, lass mal rübergehen. Ein bisschen Wasser abüben. Aber ist jetzt ganz schön langer Weg. Aber es sieht cool aus, der Weg. Ich kann auch hier kurz einen Ring und herrlich ein bisschen. Okay. Gib mal in die Ringe. Ja, das kommt. Ja. Hier lang. Hm.
ein bisschen mehr sonst reingeräten. Beton. Okay, was wir hier machen, ist eigentlich schon mal so ein bisschen nach dem Training, dass man ein bisschen Kraft drin hat. Und das, was der Bela gerade übt, ist im Endeffekt das, was die meisten Leute üben und können wollen. Hast du das an dem Ring, sprich aus dem Hängen, in deinen Stütz zu kommen. Und das sieht der Kollege gerade. Und mal gucken, wie viele Tage, Wochen, Monate er noch braucht, bis er kann. Soll ich ihn mal ein bisschen hochwerfen? Erst wieder drin? Ja, schon. Okay. Da musst du festhalten. Dann lass dich genauso runter wieder hoch. Dicht am Körper. Dauert alles. Training dauert Zeit. Also ich weiß gar nicht. Ich möchte Leute fragen, wie schon mal so, wie lange brauchst du, um sowas zu können und so? Und ja, das ist Leben, ne? Ich habe mit 3 angefangen zu turnen, ich bin jetzt 26, ich mache seit 23 Jahren Sport, das ist schon ein bisschen. Einfach ein bisschen. Ne? Komm noch rein. Einer geht noch. Mach ich gar nicht mehr. Strecken und Licht am Körper. Ja, dann probier das. Na? So lange dauert es nicht mehr, dann hat das auch keinen Bock. Im Sommer kann ich das. Mission Master. So, wie wär's denn jetzt noch mit der letzten Bahn hier? Mach mal Orange. Okay. Ein bisschen auspowern. Die Orange, ne? Die hier. Links, rechts, links. Hoch. Das ist auch heavy zu greifen, das ist nur Fingerkuppen gewesen. Ich habe noch keine Kraft im Fingerkuppen. Ich komme jetzt so auf die Ebene, aber hier alles, was hier vorne stattfindet, das reicht noch nicht so ganz. Ah, der Anfang ist wieder witzig. Lass dich oben rechts ein. Und dann mit linken, links und rechts und die Beine für den nutzen. Oder gleich mit rechts. Das glaube ich leichter, genau. Aber ist okay, bitte. Für alle, die jetzt gerade noch erst eingeschaltet haben, wir sind hier heute mit Alles, was zählt, Darsteller Bela Klenze und Rhön-Rhein-Weltmeister Robert Maser hier im Boulder Planet in Köln-Ehrenfeld. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte einfach in die Kommentare und wir antworten dann. Genau, links anfangen, rechts und rechts unten den Fuß. Genau. Aber der das gut zu greifen, links hoch. Ja. Den würde ich nicht greifen. Da hatte ich auch so verschiedene Farben. Die Farben signalisieren auch so ein bisschen den Schweregrad der Routen. Als Bela zum Beispiel angefangen hat, die leichtesten sind so gelb, grün, dann kommt blau, dann kommt orange, dann kommt irgendwann rot, schwarz. Hat er angefangen mit gelb, grün. Und es war schon, hat er sich schon gut die Hände aufgerissen und jetzt hat er da mittlerweile auch so gut wie jede Orange schon. Ja, man macht hier wirklich jedes Mal einen Fortschritt, das ist schon geil. Ich merke jedes Mal, dass ich eine Bahn schaffe, die ich davor nicht geschafft habe. Ne? Cool. Schauen wir mal, was Kalt das probieren. Die schwarze. Ah, die ist heavy. Die ist oben leichter zu greifen, aber die ist unten echt mega richtig schwierig. Weil das gemeint ist an den Griffen, da rutscht man total leicht ab. Da brauchst du eine extreme Kraft in deinen Händen für. Krass, da muss ich direkt da hin. Ah,
Also das sind so Sachen, selbst schwarz, das fällt mir auch nur ziemlich schwer. Aber alles eine Frage der Zeit. Gut. Willst du trainieren? Also du dich auch da lang, solange es geht, ich halte mich hier dran, solange es geht. Okay. Ah, beim Test. Nicht da, wechseln in der Leiste. Wechseln in der Leiste. Nee, der Leiste. Ist hier weit? Ja. Okay. Komm, los. Schön von rechts nach links, wenn man das müsst ihr euch eigentlich mal angucken. Ne? Das ist schon. Also sind ja regelmäßig Leute, die dann hier hochklettern. Wenn du von der Seite siehst, das sind immer meine Fingerkuppen. Ich hab, ganz ehrlich, das sind Sachen da. Das ist schon heavy hier, ja. Das ist schon oberstes Level. Da ist die Kraft nur. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. So, jetzt lange noch ein bisschen rum, hoch runter. Also ich weiß nicht, wie lange der Livestream noch geplant ist, aber wenn, könnten wir auch echt noch überlatschen. Ja, können wir gerne noch machen. Ja? Komm, nehmen wir das mit. Na dann, wenn ihr auch noch begleiten wollt, kein Problem. Ihr könnt schon mit ihm gehen, ich hole nur schnell. Mann, wir müssen eh lernen. Ihr könnt auch schon kommen. Ihr könnt auch hinten hier. Wir warten hier, müssen eh gleich wieder. Wir machen mal eben eine Pause. Wo ist? Wie sieht dein Tag heute noch weiter aus? Was steht heute noch an? Ich habe als nächstes ein Interview dann mit Punkt 12 für RTL. Was ich hier mache, will ich noch nicht spoilern. Und dann später muss ich drehen heute Abend im Studio. Habe ich heute noch zwei Szenen zu machen. Und dann habe ich sehr, sehr viel Vorbereitung heute Abend für diese Woche, weil die mir schön nochmal zwei große Geschichten eingeknallt haben vor Ostern. Aber es ist okay, macht Spaß. Und ich mag das auch von früh bis spät busy zu sein. Ich bin super gern on tour. Noch so was, was man ihm beibringen muss? Weniger quatschen, mehr trainieren? Also. Mein Motivator. Kletterparadies, da muss ich Robert immer einsammeln. Der ist ganz oft im Bälleparadies spielen. Ja, hier ist noch so ein bisschen Trainingsecke, eigentlich nach dem Klettern. Und da probiert der Kollege auch gleich mit dem Muscle-Ups. Muscle-Ups für den Sommer 2010. Ich bin der Torne, ey. Ich bin schon durch. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer eine Kamera hier, weil dann ist er ganz schön motiviert. An dem Ding mache ich immer mein Vitu-Training. Ja, er denkt immer, ich spinne. Wie ist das zusammen mit ihm beim Rennen? Toll! Nein, das ist schon. Wir haben schon viel Spaß. Also das ist schon sehr angenehm. Alle generell, also der gesamte Cast, wir haben sehr viel Spaß hinter den Kulissen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so ausmacht. Also es ist immer was Schönes, wenn man sich auf Leute freut, wenn man morgens hingeht und dann mit denen zusammen reden kann. Natürlich gibt es auch immer Szenen, die anstrengend sind oder emotional oder sonst irgendwas, aber im Grunde ist es eine große Familie und das ist auch gut so. Ne? Ja. Dann machen wir auch ein statische. Statische Muscle-Ups, die Königsdisziplin. Du
es beibringt, richtig zu machen. Ich mache ihn nämlich immer noch über eine Schulter, was falsch ist. Muss ich gerade noch Technik üben. Ich gehe immer noch hier über die Schulter. Und das ist eigentlich nicht der schöne Weg. Wichtig ist eigentlich, dass man wirklich mit beiden hochkommt. Aber das scheitert jetzt noch ein bisschen bei mir. Nochmal die Bitte, wenn ihr Fragen habt, bitte loslassen, wir beantworten sie dann. Ja, also ich bin eigentlich aus Berlin gar nicht von, gar nicht ausgegangen. Zu Hause, mein Wohnzimmer sieht so ähnlich aus wie das hier. Trainingswohnzimmer zu Hause. Kann man schön abends vom Fernseher noch ein bisschen trainieren. Und nach dem Training gehen wir meistens so ein Döner-Sandwich essen. Bisschen Eiweiß, darf ich sagen. Aber das ist ein gutes, das ist so dieses Traditionelle aus der Türkei. Oder? Ist es doch, ne? Ja. Und dann schön Hähnchenfleisch. So, immer zusammen trainieren, dann auch zusammen essen gehen, Tag ausklingen lassen. Und am nächsten Tag morgens um 7 wieder eine Maske. Ja. Und es ist effektiv, wir machen auch Texte zusammen abends noch, gehen das ein bisschen durch. Und das ist auch immer effektiver, als das alleine zu lernen. Da guckt man dann abends rein und hat dann mal Feierabend. Eine. Boah, da wird der Kopf schon ganz schön rot, ne? So, Bela, du bist. Aha. Ja, das ist dann schon. Da braucht man schon ein bisschen Kontrolle mit der Handschuhe. Aber du kannst ja noch mal. Ist ja kein Problem. Die sind ganz hübsch hier noch abschließen, so auch nochmal. Aber so ein Ding ist geil, da braucht man dann auch sehr viel Fingerkraft. Da kriegt man sehr viel Power in der Hand von. Wenn man hier Klimmzüge macht, dann ist es an der Stange oder irgendwo anders wesentlich leichter in der Hand. So. So, machen wir eine schöne. Ja, ist schon total am Schwitzen, das heißt, wir müssen langsam aufhören. Wir müssen uns noch ein bisschen stretchen. Das heißt, wir setzen uns jetzt noch in den Spagat. Er setzt sich noch in den Spagat. Das geht's. Und am Ende wird noch ein bisschen gestretcht, ein paar Minuten, um wieder rauszukommen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Texte durch, was heute Morgen noch so dran ist, und wünschen euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.